Hallo und servus zusammen, ich bin Silas Brewman vom Ultimate Chicken Squad und heute darf ich euch diese S&T UST 45 Upgrade Version vorstellen. Wie es damit am Feld war, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Kommen wir jetzt zu den Grunddaten. Diese UST hat eine Gesamtlänge von etwa 685 mm, gibt es in dieser Farbe schwarz, sie gibt es nur so, wiegt etwa 2,9 kg, laut Begadi hat sie zwischen 1,1 und etwa 1,2 Joule und wird standardmäßig mit einem DIN-T-Stecker ausgeliefert. Kommen wir jetzt zum Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Magazine mit jeweils 110 bb Kapazität, ein Reinigungsstab, ein Speedloader, ein Silencer, welcher hier schon draufgebaut ist, ein Stocktube-Adapter und eine Slingaufnahme. So, weiter geht's mit dem Lauf. Der Lauf wurde aus Messing gefertigt, hat einen Innendurchmesser von 6,03 mm und hat eine Länge von 200 mm. Die Hop-Up-Unit ist stufenlos einstellbar. Kommen wir nun zur Gearbox. Die Gearbox ist eine V3-Gearbox, geeignet für Federn bis M140, Entschuldigung. Das Nozzle wurde aus Alu gefertigt und hat einen O-Ring. Der Zylinderhead, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, hat zwei O-Ringe. Der Piston aus Kunststoff, allerdings mit 15 Stahlzähnen verstärkt. Der Pistonhead aus Alu gefertigt und hat zwei O-Ringe. Die Gears sind Stahlgears mit einer 18:1 Übersetzung und sie wurden geschortstroked. Und dann haben wir da noch ein Bugatti Core verbaut. Und ganz wichtig, wenn man ein Federschnellwechselsystem, wenn man daran möchte, muss man allerdings die Gearbox ausbauen. So, kommen wir jetzt zum ersten Punkt, der bepunktet wird, nämlich Optik und Verarbeitung. Diese Airsoft ist was ganz Besonderes. Das ist ein Design, was man eher selten sieht tatsächlich an Airsofts. Daher ist es sehr positiv auffallend, was auch positiv auffallend ist, wenn ihr diesen Schalldämpfer raufbaut, der eben da kostenfrei mit dabei liegt. Schaut nochmal viel besser aus, wirkt viel mehr sneaky wie vorher. Auch die Verarbeitung ist stimmig, die ist eigentlich durchgehend ziemlich solide. Es gibt nur zwei kleine Sachen, die ich ansprechen muss. Hier hinten zum Beispiel wurde bei uns diese Wangenauflage locker. Da will ich jetzt nicht allzu sehr ranziehen, jedenfalls löst sich das. Das müsst ihr dann festkleben, falls es bei euch auch ist. Ist jetzt kein Drama nicht, das ist gleich zu reparieren. Und sollte es mal regnen, müsst ihr die Airsoft unbedingt trocknen und dann am besten die einzelnen Schrauben und Stifte, die da verbaut sind, ein bisschen mit Öl beschmieren, damit das Ganze nicht rosten, also nicht zum Rosten anfängt, denn nicht alle Bauteile hier sind gegen Rost gesichert, also da ist nichts aufgetragen teilweise und das ist dann ein bisschen blöd. Aber ansonsten haben wir hier eine wirklich ziemlich solide Airsoft in diesem Punkt und daher kriegt sie 8 Punkte von uns. Weiter zur Funktionalität. Beginnen wir jetzt mal mit der Hop-Up-Unit, aber ich merke, ich habe noch offen. Wenn ihr an die Hop-Up-Kammer wollt, die befindet sich hier, habt ihr auf der Seite einen Hebel, den könnt ihr dann hier nach hinten ziehen, dann öffnet sich die Klappe da automatisch und dann könnt ihr das hier oben so einhaken, dann geht eben dieses Blech nach hinten und dann kommt ihr hier ganz bequem an die Hop-Up-Unit ran und diese lässt sich relativ gut einstellen, ist nicht zu leichtgängig und nicht zu schwergängig, also perfekt, dann könnt ihr das hier wieder nach hinten ziehen und dann schnallt es wieder nach hinten und da ist wieder alles geschützt, das ist sehr gut. Zum Einstellen am Stock können wir gar nichts machen, wir können den höchstens nach hinten klappen, wenn wir das machen wollen und den dann hier einhängen und wieder aushängen, wenn wir es wieder nach hinten machen wollen, das geht auch. Hier haben wir den Feuerwallhebel, den können wir beidseitig bedienen, sowohl für rechts als auch für Linkshänder geeignet, der ist quasi hier, geht relativ schön, kann man sich nicht beschweren, von beiden Seiten relativ leichtgängig. Dann haben wir hier noch den Trigger, der hat einen sehr langen Abzugsweg und gibt uns keinerlei Feedback, da fragt man sich, wo es hingehen soll. Ist schon wirklich ein sehr, sehr langer Abzugsweg, aber man kann damit leben. Und zu guter Letzt, der Magazinauswurf, der befindet sich hier in der Mitte, der ist ebenfalls für Links- und Rechtshänder geeignet, ist auch kein Problem.
weil er eben hier schön in der Mitte ist. Und daher kriegt sie von uns 7 Punkte von 10 möglichen. Kommen wir jetzt zu den Magazinen. Ich mache es relativ kurz. Das ist das Magazin, was mitgeliefert wurde. Das könnt ihr bei Vegali nachkaufen. Ist dann auch wieder ein S&T-Magazin. Und dann gibt es quasi das gleiche nochmal nur in gebogen mit einer Krümmung. Da passen dann nur 100 PPs rein und kostet einen Euro weniger. Das funktioniert auch. Das passt auch da rein und viele da auch. So, machen wir jetzt weiter mit den Akkus. Ja, da sind wir ein bisschen eingegrenzt, sage ich mal. Es gehen nur Single Sticks. Die können länger sein wie diese hier, die können aber auch kürzer sein. Die gehen auf jeden Fall rein. Und zwar wo, das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst erst mal den Schaft hier umklappen. Dann seht ihr hier hinten so ein Kämmerchen. Da müsst ihr es nach unten drücken. Dann geht so diese Klappe auf. Und dann fieselt ihr jetzt hier erstmal dieses Kabel raus. So, wie ich das jetzt gemacht habe. Und dann müsst ihr gucken, dass diese breite Seite quasi nach unten ist. Genau, dann könnt ihr den so reinschieben. Und man sieht vielleicht im Video, da ist sehr viel Platz nach hinten, also der würde jetzt da hinten reinfallen. Ich würde ihn dann vermutlich nicht mehr rauskriegen. Also wir sind da relativ freigestellt, wie lang die Single Sticks sein sollen. Da habt ihr auf jeden Fall genug Platz. Da wir magazintechnisch hier in Deutschland ein bisschen eingegrenzt sind, von der UMP, oder von der UST besser gesagt, kriegt ihr im Punkt Kompatibilität nur 5 Punkte von uns. So, kommen wir jetzt mal zum Handling. Dazu klappe ich jetzt erstmal den Stock hier ein bisschen ein. So, das ist ja die Airsoft und ich muss sagen, die Gewichtsverteilung hier, die ist wirklich super. Es fässt sich auch gut an. Wir haben hier zwar keinen ergonomischen Griff, aber es stört trotzdem nicht. Es ist wirklich vollkommen okay. Meiner persönlichen Meinung nach ist nur der Stock hier hinten ein bisschen zu lang. Also für mich jetzt, wen stört, der kann natürlich einfach in den Stock umklappen. Hat auch den Vorteil, wenn er jetzt hier noch den Schalldämpfer runterbaut, dann könnt ihr perfekt einen B-Rush machen. Ist einfach Bombe. Aber jetzt mal im Ernst, wenn ihr jetzt um Ecken rumpieken wollt oder so und ihr klappt den Schaft ein, ihr habt den Schalldämpfer nicht drauf, dann ist es wirklich super, weil ihr einfach nicht zu lang seid, sondern einfach richtig schön kurz, was man eben auch von einer MP erwartet, sage ich mal. Und daher kriegt sie von uns 7 Punkte von 10, die möglich wären. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Punkt für euch, die Schussleistung. Wir haben für euch nachgekront und sind auf etwa 1,2 Joule gekommen, bisschen mehr und vor allem äußerst konstant der Wert. Das ist super. Die Reichweite für mittlere Distanz ist die Airsoft immer noch perfekt geeignet. Kein Problem da was zu treffen. Eben auch für kurze Reichweite wäre ich wunderbar in der MP. Und vor allem auch die Präzision, die ist auch super. Da kann man sich nicht beschweren. Wir haben fast keine Streuung festgestellt und daher kriegt sie von uns 8 Punkte. Somit sind wir jetzt schon wieder am Ende des Videos angelangt und damit auch zum Fazit. Für 349 Euro kriegt ihr eine Airsoft, die wirklich für Einsteiger geeignet ist, für Leute geeignet ist, die mal eine etwas andere Airsoft haben wollen, die für Leute geeignet ist, die vielleicht mal gerne CQB ausprobieren wollen und noch eine CQB Airsoft brauchen. Also man sieht, diese Airsoft kann man wirklich jedem empfehlen, auch für Leute, die eben schon länger spielen, weil sie einfach etwas anderes ist und weil sie das Geld wirklich wert ist. Sie kriegt von uns 7 Punkte von 10, die sie jetzt eben da kriegen könnte und es ist wirklich sehr, sehr gut. Wir bedanken uns fürs Einschalten, lasst doch einen Kommentar da, ein Like da, ein Abo und was auch immer. Folgt uns auf Instagram, YouTube und wo auch immer wir noch vertreten sind und dann sieht man sich hoffentlich das nächste Mal, vielleicht sogar am Spielfeld und dann würde ich sagen, bis dann und macht es gut. Haut rein. Ciao. Are you listening? Damn.